So, okay Kids, es ist Zeit, dass wir mit Persona 3 Reload anfangen, dem Remake von Persona 3. Und das ist ja so ein notorisches Spiel, von dem es irgendwie so keine richtig perfekte Version gibt. Ich meine, Persona 4 hat Persona 4 Golden, da ist es halt relativ klar, welches man davon spielt. Persona 5 hat Persona 5 Royal, auch da ist es relativ klar, welches man spielt. Aber Persona 3 hat so Persona 3, Persona 3 Fast, Persona 3 Portable und jetzt Persona 3 Reload. Und keine der Versionen ist so richtig perfekt, aber Persona 3 Reload ist, glaube ich, die Version, die alle spielen sollten mittlerweile. Ich glaube, es basiert zu 90% auf der Fast-Version. Das heißt, wir bekommen quasi alles, was neu ist damals, außer der Female Main Character Route, die halt in Persona 3 Portable mit drin ist. Ob es als DLC kommt, schauen wir mal. Und wir haben The Answer nicht. Das ist ebenfalls eine zusätzliche Epilogroute, die damals in Persona 3 Fest mit drin war. Auch das wird gemunkelt, dass es als DLC kommt. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles, was wichtig ist. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut, da es jetzt auch das erste Mal sein wird, dass ich Persona 3 spiele. Ich habe halt Fest auf der PlayStation 2 damals ein bisschen angefangen, aber nie wirklich weit gespielt. Ich habe den Anime dazu gesehen, der ja auch nicht so super cool sein soll. Daher bin ich gespannt, was mir Persona 3 hier jetzt bieten kann. Und ich freue mich drauf, nachdem ich Persona 5 und Persona 4 bereits sehr genossen habe. Entsprechend würde ich sagen, ohne mich weiter an Worte zu verlieren, lassen alle Daumen nach oben da, alle folgen, alle abonnieren, alle sind einfach mega cool und machen einfach mega gute Sachen und machen das hier zum JRPG-Channel Nummer 1. Let's go. Entsprechend. Los geht's. Aber erst müssen wir warten, bis das Intro kommt, weil das Intro ist cool. Das muss ich euch zeigen. Das müssen wir noch mitnehmen. Aber es sollte gleich starten. Hoffe ich. Ach, ich freue mich. Ach, es wird so gut. Ach, los geht's. Wir drücken eine beliebige Taste. Ich habe das Spiel ganz kurz mal gestartet, einfach um zu gucken, wie es ist, weil es Persona 3 ist, ich da mega lang drauf gewartet habe und nicht warten wollte, bis ich das hier endlich spielen darf. Daher, ja, ich glaube ansonsten, ich muss nichts weiter einstellen. Alles ist super. Daher, Zeit für ein neues Spiel. Wir spielen auf normal. Und ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Du hast dein einziges Jahr. Geh und nutze die Zeit, die dir gegeben ward. Steht übrigens da, wo meine Kamera drüber ist.
Ah, oh mein Gott. Voll erschreckt, Alter. Mika to go. Danke für den Sub. And then the trigger. Come on. There's no way I can't. Your attention, please. Today's train schedule will be modified due to a rail switching malfunction. We apologize for any inconvenience. The next stop is Iwatodai. Iwatoda, Iwatoda. This is the final train bound for Tatsumi Port Island. Please board before the scheduled departure time. Ich bin viel zu spät dran. Ich muss mich beeilen. Iwatodai Wohnheim. Dort werde ich ab jetzt wohnen. Es sollte gleich da vorn sein. Ich glaube, hier ist keine Katze im Raum. Das heißt, ich kann meine Tür, glaube ich, zumachen. So, okay. Dann... Let's go. Ich bin ready. Allein das sieht schon so cool aus. Es läuft halt auch in 60 FPS, Junge. Holy shit. Ey, die Charaktermodelle sind insane gut gemacht, Mann. Ich raste aus. Ey, es sieht einfach aus wie Hamburg-Reeperbahn morgens um 6 Uhr. Ich bin erstaunt, wie gut sie das angefangen haben. Ist das ein Sarg? Was da wohl drin ist? Was macht das denn hier? Wo sind alle hin? Und es rührt sich nichts. Mysteriös! Mysteriös! Iwatodai Wohnheim. Da wären wir. Jetzt bin ich tatsächlich auch so weit, dass ich mir ein Headset aufsetzen muss. Oh, Junge! Nice, da habe ich so lange drauf gewartet. Endlich ist es hier. Ja, ein bisschen dunkel hier drin. Welcome. You're late. I've been waiting a long time. If you wish to proceed, sign your name here. It's a contract. There's no need to be scared. All it says is that you accept full responsibility for your actions. Okay, weißt du, wer wieder Dude nochmal hieß? Ich weiß, er hieß Makoto mit Vornamen, aber ich weiß gerade nicht, wie er weiter hieß nochmal.
Yuki Makoto, Yuki, Yuki, Makoto, Yuki, Yuko. Ich google einfach kurz. Sekunde. Persona 3 Protag Name. Er heißt Makoto Yuki. Okay, sick. Ah, perfekt. Makoto Yuki, schreibt man deinen Namen so? Ich hoffe. Besser wär's. Er ist rotwert. Er heißt Old Granny Jones, okay? Time is something no one can escape. It delivers us all to the same end. You can't plug your ears or cover your eyes. And so, it begins. Who's there? How are you here at this hour? Don't tell me. Wait! Huh? The lights! I didn't think you'd arrive so late. My name is Mitsuru Kirijo. I'm one of the students who live in this dorm. Who's he? He's a transfer student. It was a last-minute decision to assign him here. He'll eventually be moved to a room in the boys' dorm. Is it okay for him to be here? I guess we'll see. This is Yukari Takeba. She'll be a second year this spring, just like you. Call me Takeba. Ich mache keine japanische Dub, weil die englische eigentlich immer echt gut ist und ich die auch in Persona 4 und 5 echt gerne mochte. Und, Ach ja, ich finde übrigens die Porträts übelst hübsch. Die sind ja übelst gut gezeichnet. Damn, hau raus. Aber cool. Gab's sonst noch irgendwas? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Let's go. Warum hast du eine Schusswaffe? I mean, not a hobby, but... You know how it is these days. It's for self-defense. It's not a real gun, of course. Jeder weiß, wie gefährlich Japan ist. Da braucht man einfach eine Waffe an seinem Bein. Das ist... Jeder, der schon mal in Japan war, kann das bestätigen. It's getting late. You'll find your room at the end of the hall on the second floor. Your things should already be there. Why don't you get some rest? Show you the way. Follow me. Here's your room. Pretty easy to remember, huh? Since it's all the way at the end here. Do you have any questions? What, kid? What are you talking about? Come on, that's not funny. Oh my god, you're so weird. What are you talking about? You better go into your room and don't talk to me again. I can't believe you would say just something like that. I'm going now, don't follow me. Yukari scheint nicht zu wissen, wovon ich rede. Verdammt. Can I ask you something? On your way here from the station, was everything okay? Yukari, was weißt du eigentlich? Wie meinst du das? You don't know? I guess that means you're fine. Well, okay. Don't worry about it then. I'd better get going.
sure you still have questions, but let's save them for later, okay? Good night. Ja, es ist so strange. Du hast halt einfach diese ultra krassen Charaktermodelle und halt alles in dem Spiel sieht halt insane gut aus, außer das Wohnheim. Das hat einfach keine Schatten, so. Es ist einfach nur flat, so. Das, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Vielleicht patchen sie das noch nach, dass es so einen kleinen Grafikpatch gibt. Weil das ist so echt die einzige Area, wo ich das auch gesehen habe, von wegen, dass es halt richtig aussieht wie von einer PlayStation 2. Und das ist halt echt ein Bruch, wenn du halt so von Persona 5 kommst, wo selbst so kleine Räume einfach voller kleiner Details sind. Heute beginnt das Leben im Wohnheim. Das Zimmer war schon möbliert und alles. Ich bin total fertig. Ich sollte meine Sachen in den Schrank legen und mal zeitiger schlafen gehen. Was? Speichere dein Spiel auf einem Netzwerkslot, um deinen Spielstand nicht im Hauptspeicher deiner Konsole zu speichern. Okay. Trophäen werden nicht übertragen. Man kann bestimmte Trophäen nur erhalten, wenn man ein neues Spiel von vorne mit einer Abschlussdatei beginnt. Weiterhin werden Trophäen... okay, ich spiele an der PS5, von daher ist das alles egal für mich. Beim Speichern sichert das Spiel auch den Zustand ein paar Momente vor dem Speicherpunkt. Du kannst auf den Zeitraum zurückgreifen, indem du das Menü mit Dreieck öffnest und aufs System gehst und zurückspulen wählst. Wenn du zurückspulen auswählst, wirst du an einem Punkt zurückgesetzt, an dem du dich kurz vor dem Speichern frei bewegen konntest. Okay. Also wenn ich irgendwie einen Social Link verkacke, kann ich speichern gehen, kurz zurückspulen und es nochmal versuchen? So klingt das jetzt zumindest für mich. By the way, Raytracing, let's go! Allein deswegen ist das Spiel schon Game of the Year. Seht euch das Raytracing im Spiegel an. Ich raste aus, Junge. Heizung. Das ist eine Klimaanlage. Ja, was ist es denn nun? Siehst nicht an, weil die Temperaturen zu dieser Jahreszeit ohnehin sehr angenehm sind. Das ist der Kühlschrank. Gerade habe ich nichts, was ich kühlen müsste. Mein Spiegelbild sieht erschöpft aus. Ich sollte mein Zeug wegräumen und mich früher schlafen legen. Okay, dann machen wir das so einfach mal. Morgen geht die Schule los. Ich sollte heute früh schlafen gehen, damit ich morgen früh fit für den ersten Schultag bin. Hau raus, Junge. It's Takeba. Are you awake? Makrele, danke für den Sub. Ich hasse es übrigens, dass das Autoplay nicht automatisch an ist. Guten Morgen. Good morning. Did you sleep okay? I've been asked to show you the way to school. Are you ready to go? Yeah, ich glaube schon. Great, let's set out. This is how we'll be getting to school every day. It's a monorail. Pretty cool, huh? I honestly love the ride here. It almost feels like we're flying over the ocean. Oh, by the way, our school's at the last stop on this line. It's called Tatsumi Port Island. Have you heard of it? The whole thing's man-made. And our school's smack dab in the middle. Oh, look. There it is now. Morning. Well, here we are. Allow me to welcome you to Gekkoukan High School. I hope you like it. You'll be okay on your own from here, right? Let's see. I guess you should go see your homeroom teacher first. The faculty office is over there on the left. They'll tell you more when you get there. Well, that about does it. Any questions before I go? Me?
I haven't looked at the classroom assignments yet. Hey, about last night. Don't tell anyone what you saw, okay? See you! Vor dem Anschlagbrett sammeln sich viele Leute. Vielleicht sehe ich mir das mal an, bevor ich ins Lehrerzimmer gehe. Mir gibt das hier ziemlich krasse Persona 3 Vibes. Um das gerade einfach mal zu kontern, weil hier einfach alle keine Ahnung haben. Aber zuerst... Oh mein Gott, das Menü. Holy shit! Yes, los geht's! Oh, I live. Autotext beibehalten an. Okay. Junge, oh mein Gott, das ist voll cool. Look at this, Junge. Junge! Oh mein Gott, Junge! Die Klassen werden aufgelistet. Mein Name wurde als kleine Randnotiz hingeschrieben. Klasse 2F, Makoto Yuki. Hm? Du entdeckst auch den Namen Yukari Takeba auf der Liste. Sieht so aus, als wären wir in derselben Klasse. Das ist doch praktisch. Ach, wundervoll. Was? Wo ist denn mein Name? Was soll ich denn tun? Was soll ich nur tun? Ja toll, ich habe den beschissensten Lehrer überhaupt. Mut! Oh, there it is. Class F, huh? Homeroom teacher is... What? Miss Toriumi? I guess she is older than me, but I was hoping to be with Miss Kano. Okay. Die müssen gar nicht erst die Namen der Schüler zeigen, die in unserer Klasse sein werden. Nach unserem Abschluss sehen wir die eh nie wieder. Ist auch eine Art und Weise, das Ganze zu betrachten. Pah, die Kinder heutzutage haben keinen Respekt mehr vor den Erwachsenen. Wir sind ihre Lehrer. Wir leben schon länger als die. Aber Moriyama und ihre Freunde haben mir gleich zu Beginn des Trimesters so übel mitgespielt. Entschuldige die Störung, aber ich muss jetzt den Laden... Ich muss jetzt nach dem Laden sehen. Selbst du ignorierst mich einfach so. Was für ein wunderbarer Start ins Schuljahr. Ich denke nicht, dass meine Nerven das aushalten. Schon gut, schon gut. Sie wollen mehr von diesen cremegefüllten Broten... Sie wollen, dass ich mehr von diesen cremegefüllten Broten bestelle, die sie so gern haben, richtig? Sie hätten noch einfach fragen können. Kaz, what are you doing? Why are you wearing a jersey? What do you mean, why? You've got practice after class, remember? We've got to attend the opening ceremony and go to class before all that. Hurry and head into your classroom so you can change into your normal uniform. What? But I just... Okay, okay, fine. Just quit glaring at me. So where's the bulletin board with all the class assignments? It's literally right there, Kaz. You're in class F. I'm in a different homeroom, so I can't keep an eye on you all the time. You got that? Ich glaube, ich mag ihre... Also, ihre Stimme passt nicht zum Charakter, aber ihre Stimme selber mag ich mega gerne. Die klingt voll gut. Das Lehrerzimmer? Ich glaube, das ist da. Ich bin noch ganz neu hier. Frage besser jemand anderen nach dem Weg. Ich liebe den Vibe. Ey, der Vibe ist... Der Vibe geht klar, auf jeden Fall. Kleiner Spaßfakt am Rande und Storytime. Das erste Mal habe ich Persona 3 in einer Undub-Version gespielt. Also eine gehackte Version, welche die japanische Sprachausgabe hatte anstatt der englischen. Und, Persona 3 hatte eine spezielle Version des Soundtracks namens Reincarnation und
der Reincarnation-Soundtrack ist quasi so geremixte Persona 3-Songs. Und dieser Reincarnation-Soundtrack spielte ebenfalls anstatt des normalen Soundtracks. Das heißt, ich habe eine komplett gewarbte Version von Persona 3 zuerst gespielt. Aber der Reincarnation-Track von Want to be Close und auf diesem Hügel sterbe ich einfach, ist einfach so viel besser als die, die hier gerade spielt. Daher, eure Hausaufgabe ist, euch jetzt den Reincarnation-Track von Want to be Close anzuhören und einfach mir zuzustimmen. Weiter geht's! Now, listen closely. A true man should always carry the fiery soul of a samurai within them. Our school curriculum nurtures the samurai spirit within our students so that they contribute to society. Oh la la, a wonderful! I wish to set my soul on fire and learn the ways of the great samurai also. That's what I like to hear, my boy! Though you hail from a foreign land, the samurai spirit burns within you all the same. Oh mein Gott! Ja, mega gut einfach! Das ist die Herrentoilette. Ah komm. Wenn man schon mal da ist. Hey Shadow. Hey Darkurus. Wie geht's denn so? Mir geht's gut. Endlich können wir Persona 3 spielen. Da warte ich einfach seit einer Woche drauf. Zwei Wochen. Weiß ich nicht. Seit Ewigkeiten. Wenn ich die Kirschbäume in voller Blüte sehe, weiß ich, dass der Frühling endlich angefangen hat. Ah. Huh? The library. Strange. I even made sure to check the map, but where am I? Okay, genug rumgedudelt. Auf, ab ins Lehrerzimmer.